Jo, da sind wir wieder. Da sind wir wieder, genau. Wir beide hier. Mitten im Cave. Und PvP ist an, wie du weißt. Und PvP ist an, wie ich weiß. So, wir sind hier stehen geblieben, mitten im Cave. Wir haben gerade noch überlegt, du Scheiße. Warum sind wir eigentlich noch hier unten? Warum sind wir hier geblieben? Ich sehe da hinten Home. Ah ja. Ja. Ah, egal, ich glaube, wir machen uns gar nichts draus. Home habe ich auch noch. Boah, 1400 Meter mein. Ja, das ist schon ein Stück, ne? Ach, du machst hier schon wieder mit deinem Wassereimer. Guck mal, ich habe auch einen Eimer. Willst du sehen? Wo bist du? Hä? Eimer, Eimer, Eimer. Hier, guck dir meinen Eimer an. Guck, der ist auch cool. Dreh dich um. Ja, ja. Ist auch gut, ne? Mhm, herrlich. So, das Eisen nehmen wir natürlich mit. Das ist noch nicht hier. Ich habe mir teilweise, wenn ich mir die Aufnahmen angeguckt habe, richtig herbe am Kopf gepackt, weil das ist oft so, ich laufe hier mal rum und suche Diamant, ne? Ja. So, und ich habe einfach feststellen müssen, dass super oft Diamant auf der Höhe hinter Redstone versteckt ist. Und ich laufe teilweise an Stellen von Redstone vorbei, wo ich mir dann so denke, so, boah, der wäre doch bestimmt Diamant hinter gewesen. Hinter Redstone? Naja, das ist ja so die Aussage wie von meinen Abonnenten. Unter Erde auf Höhe 10 ist immer nee. Diamant. Aber das ist wirklich eine Erfahrung, die ich selber gemacht habe. Immer und immer wieder, egal in welchem Ziel, egal in welcher Map, hinter Redstone. Vielleicht, da kann man sich ja auch wieder in den Kommentaren super drüber auslassen. Also vielleicht dann nochmal eure Erfahrung so, wo ihr am meisten Diamant wirklich bis jetzt gefunden habt. Einfach mal unten in die Kommentare reinschreiben. Ich finde das manchmal ein bisschen schade, dass da so wenig Kommentare kommen. Weil vielleicht einfach auch nicht wirklich genug Diskussionsthema da ist oder so, keine Ahnung. Was ich ja lustig finde, du hast auf deinen Videos und auf deinem Kanal natürlich viel mehr Views als ich auf meinen. Ja, du hast meistens mehr Kommentare. Ich habe meistens mehr Kommentare, genau. Aber die Hälfte von dir ist so sau. Ja, trotzdem auch ohne diesens mehr. Nein, war ja nur ein Scherz. Du musst halt mehr mit deinen Zuschauern die Kommentare auch beantworten. Nicht immer nur Kommentare verlangen, sondern auch beantworten, ne? Ne, ich lese mir das dann schon durch. Oh, Entschuldigung. So. Aber bei vielen Sachen muss ich doch sagen, so, nach unten. Also da kommen teilweise Kommentare, wo ich mir dann denke, ja, nee. Also entweder total niveaulos, wo ich mir dann denke, so, boah, komm, Leute, werd mal erwachsen, irgendwie. Oder halt, ja, total inhaltslos, sinnfrei, irgendwie. Nicht immer. Ich will das jetzt nicht pauschalisieren. Ich meine jetzt nicht, dass die Kommentare generell immer schlecht sind, nur... Aber wie ich diesen oft alt und langsam Kommentar jetzt langsam die Schnauze voll von habe. Aber es gibt auch schon bei mir auf dem Kommentar welche, bei mir auf dem Kanal welche, die sagen einfach, das ist jetzt schon abgenutzt, das ist schon alt. Ne, das ist richtig gut. Solange der Alex sich schon noch drüber ärgert. Na, ärgert tut's mich eigentlich gar nicht. Hat's mich noch nie geärgert. Geiler nervt es. Das ärgert. Das ärgert, dass das nervt. Es nervt mich höchstens, dass das so viele dann schreiben. Wenn du das sagst, ist mir das völlig wurscht. Das geht mir so am Arsch vorbei. Warum mache ich eigentlich Steine weg? Sag mal, irgendwie, wir waren hier unten geblieben, weil wir irgendwie nochmal neue Abschnitte im Cave gefunden hatten, unentdeckte. Ja, aber da haben wir doch hier den Thron gebaut für. Wo ist er denn jetzt überhaupt? Ja, ich weiß es selber nicht. Wir haben auf den Thron angefangen, wo ist der jetzt hin? Ja, der ist irgendwo in einem größeren Abschnitt hier. Guck mal, hinten ist noch Lava, ich glaube, da... Hier ist der Thron. Da ist der Thron. Von da aus haben wir irgendwas gesehen, deswegen sind wir hier geblieben. Aber ich glaube, das haben wir jetzt gerade durchsucht. Das war einfach hier hinten, das ist so ein bisschen, aber da gab es halt nicht viel. Ja, nicht wirklich, ne? Nö, sind wir völlig umsonst hier geblieben. Ah, hier geht's noch weiter. Ah, guck mal. Diamanten! Ja, geil. So muss das sein. Nur zwei Stück, aber Diamanten. Boah, im Livestream war ja übel, ne? Bei mir da. Wieso? Ja, ich habe dann Diamanten gefunden. Und ich habe dann, bin ich fertig gewesen mit Abbauen und dann bin ich weitergelaufen und dann habe ich schon wieder Diamanten gesehen. Man muss auch mal Glück haben im Leben. Man muss auch mal Glück. Ich habe manchmal Glück. Also ich habe hier bis jetzt in dem Together noch nicht so viel Glück gehabt. Habe ich überhaupt schon mal Diamant gefunden? Ich glaube gar nicht, ne? Ich habe schon. Ich hatte gerade zumindest schon vier in der Hand, jetzt habe ich sechs. Also irgendwas habe ich richtig gemacht scheinbar. So, brauchen wir Seeds? Ist das jetzt schlimm, wenn ich 47 Seeds wegschmeiß? Nee, kannst du ruhig wegschmeißen. Wir haben im Prinzip ja schon, ne? Ja. Wir haben ja so, ich habe schon viel gebaut gehabt, genau. In den ersten 7 Folgen. Ich glaube, unsere Tiere verhungern gerade alle, weil wir schon so lange weg sind, aber... Ach, die Tiere, die Tiere. So, hier gibt's auch nichts mehr. Boah, das Wasser erstmal hier dicht machen. So, meine Kinder, jetzt machen wir hier das Wasser dicht. Nicht? Und da ist ja noch eine Quelle, da stopfen wir direkt mal einen Cobblestone rein.
Ich habe das gerade auch schon in unserem WG auch so gemacht, deswegen war es noch so drin. Tut mir leid. Ich komme mit klar. Aber wo ich echt sagen muss, dass mich das echt wundert, ist, dass wir uns bis jetzt noch nie so richtig verloren haben, weißt du? Naja, wir haben einen Wegpunkt. Wissen wir, wo wir hinrennen müssen. Ja, ist klar, aber ich sag mal so im Cave. Wir finden uns auch immer ständig wieder. Immer ja, eben. Weg. Guck mal, da bist du. Ja, ja. Deswegen habe ich das gerade gesagt. Aber ich bin anders hingekommen als du. Ich bin also hinter dir gerade einmal aufgetaucht. Ja, toll, jetzt sind wir wieder hier. Ja, aber hier gibt's noch Eisen hinter dir. Ja, ich meine, wir sind jetzt schon wieder an dem Thron hier. Tja, dann ist es wohl, haben wir so wohl langsam alles erforscht hier, würde ich sagen. Oh. Irgendwann ist auch mal Ende. Was machst du hier für ein Loch hier rein und dann... Ja, dann haben wir ja wohl alles. Dann gehen wir halt wieder raus. Ist doch nicht so schlimm. Jetzt haben wir ein paar Materialien mitgenommen. Hier ist noch dunkel. Ah, hier geht's noch weiter. Ah, hallo, grüner Mann. Der Creeper. Der Creeper-Mann. Ich hab's gehört. Bam. Ja. Der wollte mir helfen. Beim Buddeln. Eben, der liegt ja nur ein bisschen weiter frei. Oh, hier sind noch ein paar Höhlen. Komm mal hier zu mir. Also, oh, da ist noch ein Creeper-Mann. Cool, ich seh nur die Füße von ihm. Hallo. Komm mal zu mir. Ach da, ich hab schon irgendwo deinen Namen auf. Wie, der guckt? Hallo. Kommst du nicht an mich ran? Oh. Dann trinke ich erstmal einen Schluck. Guck mal, hier geht's ja auch weiter. Mhm. Ehrlich. Dann bleib halt da, wo du bist. Wo bist du denn? Ich höre dich irgendwo hier abarbeiten, aber... Nee, weißt du, ist gar nicht so schlimm. Geh ruhig. Ist gar nicht so schlimm, wenn wir mal zwischendurch mal in unterschiedliche Richtungen gehen. Ich sag mal, im Endeffekt... Hä? Wo sei hin? Da. Wenn wir uns verlieren sollten, dann buddeln wir uns halt irgendwie nach oben und gehen Richtung Heimat. Ja, genau. Das geht natürlich auch. Irgendwie wird man sich dann schon wieder finden. Das ist nur ärgerlich, wenn wirklich jemand stirbt, aber dann gibt's ja immer noch Slashback, ne? Genau, Slashback funktioniert hier auf dem Server. Kann man sich jetzt wieder drüber auslassen? Was sagt ihr denn? Findet ihr, das ist schon Cheaten? Ach, da hinten bist du ja. Hallo! Hallo! Ich bin schon wieder über einen anderen Weg zu dir hingekommen. Oder ist das noch was, wo man noch sagen kann, ja, mein Gott, so schlimm ist es nicht. Also ich finde es nicht schlimm. Ich auch nicht, weil das ist ja auch ärgerlich, wenn sonst die ganzen Items weg sind. Ich meine, es ist schon ärgerlich genug, wenn man in die Lava fällt, das wir ja auch schon getestet haben hier. Na gut, ich sag mal, das stellt natürlich irgendwo diesen Survival-Mod so ein bisschen in Frage. Weil natürlich eben zum Überleben, ne, Survival, ne, Überleben, ja, irgendwo dann das mit dazugehört, dass wenn man stirbt, das halt dann sehr ärgerlich ist. Ja gut, aber dann muss man anfangen, Hardcore zu spielen. Ja, also ich bin da nicht so ein Freund von. Ich ärgere mich immer tierisch darüber, sodass ich dann meistens dann auch die Lust dann wirklich an Minecraft verliere, zumindest für den Abend oder so. Wenn ich dann irgendwie, was weiß ich, wie viel Diamant und Rüstung, womöglich sogar noch Diamantrüstung, alles schon gehabt. Du musst ja auch überlegen, die Leute wollen ja auch sehen, dass wir irgendwann was bauen. Und wenn wir jetzt stundenlang Farmen verfolgen, damit wir irgendwann mal was bauen können und dann stirbst du und alles ist weg, das guckt sich auch hinter keiner an, wie du nochmal alles wieder erfarmst. Also, da finde ich dieses Slashback schon okay. Ja gut, das ist natürlich wieder noch ein weiterer Punkt, wo man sagen kann, dass das vielleicht nicht schlecht ist. Außerdem haben wir ja eh gesagt, dass wir auch mal in den Creative-Mode rein wollen, wenn wir was Größeres bauen wollen. Ja. Haben wir ja am Anfang so angekündigt. Und das werden wir bestimmt auch nochmal machen. Ja. Aber ich denke mal, das wird sich lohnen. Also, auch wenn viele denken so, oh, Creative-Mode ist ja voll langweilig und so, ne? Aber, also wenn wir den benutzen, dann wirklich nur für so große Sachen, da das echt schier unmöglich ist, das sich zu farmen. Oder so viel Zeit in Anspruch nehmen würde, dass das halt dann doof wäre. Richtig. Sag mal, hast du noch was zu... Ah, ich habe noch einen Schnitzel, okay. Lustig, dass meine Hungerleiste gerade genau in dem Moment leer gegangen ist, wie ich mir jetzt abgezogen gekriegt habe. Aber ja, ich habe mal was zu essen. Okay, ja, ich habe jetzt das letzte verbraucht. So traurig, wie es ist. Ja, ich gehe einfach mal da lang, wo ich meine, dass du hergegangen sein könntest. Du hast hier unten Kohle vergessen. Du hast da Kohle übersehen! Skandal! Ich bin ja durch ganz große Räume gerade durchgelaufen, da ist, da kann sein, dass ich eine Menge übersehen habe. Ich höre dich also, irgendwo hauen. Da bist du doch. Ja, ich bin, also ich hab, oh. Bist du jetzt hingekommen? Oh nee, oder? Was machst du hier? Hast du gerade ein Disconnect? Nee. Kohle ist mein hier. Mein Spitzhacke ist kaputt. Mach dir noch neue. Ja, ich hab gerade nur, ich hab keinen Crafting-Table auf Tasche, muss mir jetzt erstmal einen basteln. Ich hab einen. Ich bin ja neben dir, komm her. Da. Ah, super. Eisen da. Ich glaube, wenn wir wiederkommen,
Okay, doch, wir haben schon relativ viele Eisen. Ich glaube, dann werde ich mir mal so die erste Rüstung bauen. Nein. Doch. Nein. Also überlegt. Wir haben echt mittlerweile ganz schön viel Kohle, ne? Obwohl, du hast ja alles verloren, ne? Aber ich habe 5 Stacks Kohle auf Tasche. 1,5 habe ich. Ich hätte schon 3 gehabt, aber ich habe mir gerade neue Fackeln gemacht. Ja, ich habe mir auch gerade mal Fackeln gemacht. Darf ich wieder abreißen, oder? Ja. Gut. Das haben wir. So, hier gibt's auch nichts mehr. Ich denke immer, diese blöden Bugs hier, ne? Ja, diese Käfer sind echt nervig. Da, Zombie, hallo. Hallo, Zombie-Mann. Ich meine, diese, wo das aussieht, als wenn es schwarz wäre und das würde weitergehen, und dann ist das nur so ein Blockbug. Also so ein Texturen-Fail oder Server-Fail, keine Ahnung, woran es genau liegt. Also, mir haben sie in den Kommentaren geschrieben, das liegt an den Texture-Packs, aber... Ja, aber du hast ja ein anderes als ich, oder? Ja. Vielleicht liegt es an einem MC-Patcher. Ovus Rustic, bevor wieder irgendwelche Leute fragen. Na, ich habe dieses Faceful 32 Texture-Pack, das ist... Eigentlich müssen wir das in 3 Minuten sagen, weil sonst wird sowieso gefragt. Im Prinzip ist das Texture-Pack, weil ich habe eigentlich nur ein etwas höher auflöserendes Texture-Pack als das Standard-Texture-Pack. Aber sonst tut sich da nichts. Ich finde es in Ordnung, ich finde... Also, man kann sich ja drüber streiten. Ich finde es nicht schlimm, wenn jemand sich jetzt irgendwie ein HD-Texturen-Pack reinpackt oder sonst irgendwas. Aber ich finde, das macht so diese Minecraft-Atmosphäre so ein bisschen kaputt. Weil ich finde, das eben das halt Minecraft ausmacht irgendwie. Weil, boah, das ist jetzt aber ein herber Bug. Also das ist aber schon... Naja, also... Über 6 Blocks. Ich finde, die Texturen kann man schon machen. Also... Warum soll man das Spiel nicht ein bisschen anders gestalten? Also diese Standard-Texturen-Packs sind jetzt natürlich nicht die schönsten. Und irgendwann hat man sie sich auch satt dran gesehen. Ich meine, dieses Ovus Rustic, das benutze ich jetzt auch schon wieder seit 70 Folgen oder sowas. Irgendwie werde ich auch bald mal wieder ein neues suchen. Ne, ich werde ja auch irgendwann mit Sicherheit mal ein anderes reinmachen. Und ich werde wahrscheinlich, ihr könnt euch schon mal aufschreiben, wenn ihr wollt, auf DokuCraft umsteigen. Das war früher mein Lieblings Texture-Pack. Das haben sie aber dann irgendwie nach 1.7 nicht mehr geupdatet. Und jetzt hat sich irgendwie die Community das zu Herzen genommen und wieder neu auferlegt. Und deswegen werde ich mich dahin wieder orientieren. Ich werde mich mal schlau machen. Also ich finde bis jetzt das geilste Texturenpack, was ich bis jetzt gesehen habe, das ist kein HD-Texturenpack, kann ich jetzt schon mal sagen, ist das John Smith. Fand ich ziemlich cool. Da hatten wir ja früher viele von meinen Zuschauern werden es bestimmt noch kennen, von dem Together mit dem Sepp und mit dem TT früher, auf dem wirklich früheren alten Together-Server. Das John Smith ist auch nicht schlecht, also. Ja, wir hatten dann noch so ein bisschen rumgebastelt daran, noch so ein bisschen ein paar Feinheiten dran abgeändert, aber so im Grunde haben wir nicht viel geändert. Aber ich glaube, wir haben jetzt hier alles erforscht, oder? Ich finde keinen Gang mehr jetzt. Ja, ich renne gerade noch ein bisschen rum und nehme hier mal so Kohle und Eisen mit, was wir teilweise so irgendwie liegen lassen hatten. Und dann würde ich sagen, dann können wir uns gleich mal so langsam auf den Rückweg machen. Kann ich den jetzt gerade mal aus dem Inventar rausschmeißen, hier. Oh, da hinten ist noch Gold. Das können wir natürlich nicht liegen lassen. Aua. Lalalala. Ja gut, so dringend haben wir die Kohle jetzt nicht, dass ich mich da hochbuddeln muss jetzt. Nee. Ah, da unten ist auch noch Kohle, cool. Aber da ist bestimmt Lava hinter. Nee? Ich sehe es ja, komm. Was denn? Dass wir vielleicht doch noch sterben, nachdem wir hier 5 Stunden rumgegraben haben? Nee, hier, dass ich hier in die Lava reinfalle. Aber im Grunde genommen ist es das, was ich sagen wollte, ja. Na toll. Das hat sich jetzt natürlich wieder unheimlich gelohnt. Hier oben gab es wieder einiges zu finden. Einiges. Also nur eine Sache. Stein. So, jetzt suche ich mal so langsam den Ausgang. Ich weiß nämlich überhaupt nicht mehr. Wir rennen die ganze Zeit unten rum. Ich finde keinen Weg mehr nach oben. Na, ich mache mir gerade hier so. Ich nehme mir gerade mal den Wasseraufzug. Und mach dir den zunichte. Das ist nett. Oh, hier haben wir doch wieder was Unerforschtes. Aber es geht nach oben. Ja, das ist natürlich schlecht für Diamanten, aber ich sehe auch deinen. Ja, Namen aber nicht. Wenn wir eh auf dem Rückweg sind, ja, in welche Richtung bist du gerannt? Da oben kann man vielleicht hoch. Ja, da war mal Wasser, das ist jetzt weg. Ne, das weiß ich nicht, ob das hier war, aber. So viel. Ich will einen Block unter mir setzen und setz unter mir eine Fackel. Da komme ich natürlich gut nach oben, ne? Auf so einer Fackel kommt man ja sehr hoch.
Naja, ich kann aber im Grunde genommen eigentlich sagen, man muss sich da eigentlich jetzt nicht unbedingt ein Blatt vom Mund nehmen. Es ist ja eigentlich nicht unbedingt ein Geheimnis, dass ich ja auch auf die Minecraft-Parts Werbung schalte. Ich denke mal, viele werden das wahrscheinlich eh schon mitgekriegt haben oder gemerkt haben. Und bei John Smith ist halt irgendwie nicht so hundertprozentig geklärt, zumindest nicht für mich, inwiefern die da Ärger machen. Davon spricht man ja bei, also da spricht man ja von kommerzieller Nutzung, und wenn die dann sagen, ja, okay, aber wir wollen das nicht. Aber glaubst du, dass die Ärger machen? Ja, also ich habe vorhin noch mit dem Sepp drüber gequatscht, er meint, er glaubt nicht, und auf so eine Aussage werde ich mich aber nicht stützen. Ja, dann musst du die anschreiben. Ja, muss ich, ja eben, das wollte ich halt machen. Ich werde mich dann nochmal schlau machen, und dann meinte ich halt, dass ich dann wohl da direkt